einige Branchen durch diesen Lockdown, also auch, weiß ich nicht, Hotellerie, Gastronomie, Tourismus, Flugzeuge waren am Boden. Vielleicht hat sich auch der ein oder andere Pilot gedacht, ja, wer weiß, ob ich dann nochmal, vielleicht lasse ich mich auch umschulen. Aber ganz ehrlich, einen Pilot umzuschulen, ist schwierig. Schon alleine aufgrund seiner Sprachmelodie. Kennen Sie wahrscheinlich, wenn du irgendwo hinfliegst, ne? Das haben die alten Piloten, die haben immer so einen komischen Singsang in der Stimme. Gell? So, liebe Frau Kirstin, spricht Ihr Pilot? Mein Name ist der Captain Peter Meixner, habe ich gesagt, heute den Lufthansa-Flug 1123. Von Wien-Schwächert nach Palma, die Mallorca, und sagt alle Reise, beträgt 9300 Meter Meeresspiegel und die aktuelle Außentemperatur. Auf unserem Zielverkauf auf alle Welt, Sie können Celsius bei Ihrem Leben. Also, hey, stellen wir uns mal, danke sehr. Vor, so ein Pilot, denkt sich jetzt, passt, ich werde mich verändern, irgendwas Krisensicheres, weiß ich nicht, Fahrrad zum Beispiel. Ja. Weil er sich denkt, hat er schon gewisse Vorkenntnisse im Himmel, war er schon, kennt er sich aus, passt. Ja. Einziges Problem natürlich, diese Sprachmelodie, weil das brennt sich ein auf deiner Festplatte, die kriegst du nicht außer diesen Singsang. Stellt sich mal vor, der war 30 Jahre lang Pilot, wurde umgeschult zu einem Pfarrer, erster Arbeitstag, steht in der Kirche, ne, vor ihm ein Brautpaar. Die Hochzeitsgäste spricht Ihr heutiger Hochzeitsbegleiter. Mein Name ist Pater Peter Meixner. Wir befinden uns aktuell in einer Kirche, ca. 300 Meter über dem Meeresspiegel. Und die aktuelle Innentemperatur dieser Basilika beträgt 14 Grad Celsius. Die Dauer der heutigen Trauung wird sich auf circa 1 Stunde und 10 Minuten belaufen. Vielleicht ein kurzer Überblick über die heutige Hochzeitsroute. Wir starten mit einem Vater uns überfliegt, dann einmal fürbitten. Und dann mit dem Landeanflug auf die Ringübergabe und das gemeinsame Jawort dazu statt. Ich darf Sie nun bitten, unter die Holzmenge zu greifen und das Gotteslob hervorzuholen. Und so lange durchzusingen, bis die Seitenanzahl mit der Leuchtschrift neben dem Altar wieder erlischt. Während der Trauung werden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an die Plätze kommen und mit einem Klingelbeutel und mit ihrer Spende unterstützen sie uns und unsere Fluggesellschaft Clericus. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt, es gibt Snacks in Form von Oblaten. Auch haben wir jede Menge Messwein an Bord. Das würde ich allerdings alleine trinken, damit ich mit den guten alten Zeiten mit einem gewaltigen Flieger nach Hause komme. Danke, sehr, sehr, sehr.